Willkommen zurück zu The Evil Within 2. Ja, Freunde, weiter geht's. Ich war das letzte Mal noch ein bisschen unentschlossen, was wir tun sollen. Mit unserer kleinen Plage da hinten. Und ja, ich habe mich entschieden. Deswegen laufe ich jetzt auch zurück. Ich möchte cleanen. Und zwar zuerst cleanen und mich dann umschauen. Das ist, hallo, würdest du bitte laufen? Das ist die sinnvolle Reihenfolge, denn wenn ich erst mich umschauen möchte, dann werde ich ja sowieso immer von den Gegnern genervt. Beziehungsweise es gibt Stellen, an die ich einfach nicht so richtig rankomme. Und deswegen werden wir jetzt uns vorbereiten auf den Kampf. Das letzte Mal, ich fand meinen letzten Versuch eigentlich ziemlich gut. Aber es war nicht gut genug, beziehungsweise die Ressourcen gingen mir aus. Ich hätte, ist mir hinterher eingefallen, ich hätte mich auch mal heilen können, aber sind wir ehrlich, es hätte nicht gereicht wahrscheinlich. Ich hatte noch ein paar Pistolen, Kugeln. Und das war auch nicht dann effizient, die alle rauszuballern. Ich möchte eher auf Bolzen gehen, Schockbolzen zum Beispiel, und dann ihm in dem gelähmten Zustand ordentlich am besten mit der Shotgun vermöbeln. So in etwa ist der Plan. Deswegen müssen wir jetzt zum ersten Mal so richtig groß die Werkbank benutzen und unser angesammeltes Zeug ausgeben. Ich glaube, dafür muss ich ins Mark, oder habe ich hier eine... Nee, da ist der ja gut, ich kann ja auch mit dem Spiegel, ja klar. Machen wir es da drin. Wir haben sowieso noch ein Dia, das wir uns angucken können. Das will ich auf jeden Fall gleich machen. Gibt ja auch eine Belohnung. Hallo. Katze, komm. Wir haben was zu gucken. So. Schauen wir mal. Das fünfte Bild. Bis jetzt alle gefunden. Ah ja. Das war Sebastians Depri-Zeit. So hat das Spiel begonnen. Ich bin's, Kidman. Schön, dass du noch da bist, Sebastian. Nach Beacon wollte ich herausfinden, was mit mir passiert ist. Alle sagten, ich hätte Wahnvorstellungen. Oder würde die Wahrheit verbergen. Irgendwann fing ich an, ihnen zu glauben. Dass ich vielleicht verrückt bin. Ich war so frustriert. Fühlte mich nutzlos. Die Trinkerei machte den Schmerz erträglich. So viel verschwendete Zeit. Ich hätte mich zusammenreißen sollen. Scheiße. Mach dir keine Vorwürfe, Sebastian. Wenn Mobius nicht gefunden werden will... Hör auf, mich in Schutz zu nehmen, Kidman. Ich hab's vermasselt. Sebastian, jetzt ist nicht die Zeit, in der Vergangenheit zu wühlen. Jetzt ist die Zeit, es wieder gut zu machen. Selbstmitleid hat dich erst zum Trinken verleitet. Du kannst dir zurückholen, was du verloren hast. Verlier das nicht aus dem Blick. Hart, aber wahr. Du hast recht, Kidman. Danke. Ach, die paar Worte, die er hier mit Kidman wechselt, die scheinen ihm ja auch wirklich zu helfen. Ich weiß nicht. Ich fand das eher... Ich sag's immer so, wenn er von vornherein gewusst hätte, dass sein Kind noch lebt, dann hätte er es auch gar nicht angefangen zu trinken. Denke ich doch mal stark. So, 26.000. Wir sind noch weit davon entfernt, die Slow-Mo-Action zu machen. Ich bin ja wirklich mal gespannt. 70.000 mit dem Gel, ob sich das wirklich lohnen wird. Ich bin da noch ein bisschen... Ah, 70.000 ist eine verdammte Menge, ey. Vielleicht überlege ich es mir nochmal und investiere in andere Dinge. Ich weiß es noch nicht. Naja, warten wir es mal ab. Jetzt erstmal zur Waffenverbesserung. Machen wir das zuerst. Da wollte ich ja jetzt die Bolzen schon mal soweit vorbereiten. Ich habe mir ja schon so meine Gedanken gemacht. Möchte auf jeden Fall die Rauchbolzen maxen. Ich finde aber die Schockbolzen halt auch ziemlich geil, muss ich sagen. Gerade für diesen Kampf. Jetzt muss ich mal gucken. Erhöht die Anzahl und Reichweite von Stromstößen durch Schockbolzen. Schade, ich habe gehofft, es würde die Dauer erhöhen. Wartet mal, der Effekt greift auf mehr Gegner und größere Entfernung über. Das ist genau das, was mir bei diesem Kampf aber nicht hilft. Größere Entfernung und... Nee, das hilft mir jetzt nichts. Dann werde ich das doch nicht leveln. Okay. Oder machen wir doch schon die Rauchbolzen. Was ist da der Bonus erst einmal? Die Dauer. War ja auch effektiv bei dem Boss. Erhöht die Rauchdauer und vergrößert den Wirkungsbereich. War doch gar nicht schlecht. Explosivbolzen haut bestimmt auch ordentlich rein. Vor allem gehen die Prozente da so schön hoch.
Wenn ich ihm explodiere, damit muss ich aber auch treffen, ne? Das ist immer so eine Sache. Wenn ich ihn mit Schockbolzen quasi stunne und ihm dann mit Explosivbolzen das Zeug reinbrettere. So ein Explosivbolzen ist bestimmt besser wie die Shotgun. Behaupte ich einfach mal. Dann werde ich jetzt die skillen. Die Rauchdinger müssen dann doch noch ein bisschen warten. 200%, ohne dass ich ein großes Waffenteil bezahlen muss, will ich das hier haben. Schrapnelle explodieren nach kurzer Zeit und fliegen weiter Schaden zu. Klingt schon geil. Kannst aber jetzt schlecht einschätzen, wie geil. Na gut, ich kann eh nicht so viel machen. Jetzt machen wir erstmal hier. So, wie viel habe ich noch? 240. Schade, reicht nicht mehr. War ja klar. 320 brauche ich. Okay. Die Reichweite habe ich schon gemaxt. Bei den Rauchbolzen vielleicht noch ein bisschen. Das Ganze können wir noch hochbringen. Wie viel kostet es hier? Okay, ich könnte so eins hochbringen. Dann gehen die Rauchdinger um 2 Sekunden länger. Machen wir es doch mal. So, okay. Den Rest muss ich lassen. Jetzt zur Herstellung. Hier sehen wir meine fleißige Sammlung. So viel sieht das jetzt gar nicht aus. Aber gut, doch, es ist okay. Wir wollen, was wollen wir? Wir wollen Schockbolzen. Wir können bis zu 6 Stück haben. Ich habe ja noch 2. Ich werde aber mehr brauchen. Aber als erstes sollte ich die Dinger machen. Explosivbolzen. Mache ich mal 4 Stück. Muss dann nochmal überprüfen, wie viel das kostet. Hier mache ich noch 2 Stück. Jetzt machen wir Schrotmunition. Kann ich nur 10 haben? Dann mache ich 9. Ist doch okay, ne? Können wir uns alles leisten. So, ja doch, jetzt haben wir schon ein bisschen was ausgegeben. 9 davon. PG-Munition, hatte ich noch 3 Schuss. Hatte ich da nicht mehr? Mache ich auch mal noch so 3 Stück. So, wie sehen unsere Ressourcen aus? Sehen immer noch gut aus. Ressourcentechnisch könnte ich immer noch Explosivbolzen machen. Also das ist meine erste Taktik. Schockbolzen, Explosivbolzen. Damit will ich versuchen, das Vieh zu erledigen. Erst an zweiter Stelle würde ich hier zu den Waffen wechseln wollen. Spritze habe ich noch genug. Erste-Hilfe-Koffer auch. Ich überlege halt gerade, ob ich es auf 6 hochmache. Oder ob ich es bei 4 belasse. Ach komm, ich gönn's mir. Soll am Ende dann nicht wieder heißen, hier, ich habe nicht genug. Okay. Es wird ein harter Kampf. Ich hoffe, er lohnt sich. So, jetzt muss ich mal gucken, wegen der Shortcut. Das ist links, genau. Das andere, die Heilung. Ich muss die Heilung reinmachen. Ich hoffe, ich heile mich nicht wieder aus Spaß. Ich hasse das. So, rechts ist die Waffe, unten ist die. So bin ich es gewohnt. Okay. Was haben wir hier? Den will ich nicht. Aber nachladen kannst du trotzdem die Waffen, das ist gut. So, Explosiv kommt immer erst danach. Okay, ich muss dann 2-mal durchswitchen. Explosiv kommt danach. Okay. So, wollte ich noch was machen? Nochmal wegen dem Gel. Nee, erstmal lasse ich das noch mit dem Gel. 70.000. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja so 10.000 Gel von dem Riesenmonster. Fände ich nur fair, also fände ich gar nicht mal übertrieben. So viel, wie die einsteckt. Okay. Wollte ich hier noch was machen? Katze sagt nein, dann gehe ich. Kaffee trinken. Oh, aber es könnte sein, dass der Kaffee noch nicht durch ist. Ah, und ich renne wieder in die blöde Ecke, wo kein Spiegel ist. So. Gucken wir mal, wie weit der Kaffee ist. Und dann geht's los hier. Drückt mir die Daumen. Kaffee? Kaffee. Wie schön. So. Ein bisschen verletzt waren wir, ja.
Okay, ich hoffe, das funktioniert, ey. Jetzt speichern und dann geht's rund. So. Können wir ruhig überschreiben. Haben ja nur Gutes gemacht. So, Dilla. Auf in den Kampf. Okay, let's fetz. so. Fängt da jetzt eine andere Musik an? Nö, ne? Okay. Dann los. Untersuche das Theater. Ja, ja. 20 Parts. Ungefähr. Mal abwarten. Nein, ich habe anderes vor. Okay, Schockbolzen ist immer noch drin. Es leuchtet so schön. Gefällt mir. Aber bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Wie ich mir das vorstelle. Die größte Schwierigkeit ist definitiv das Treffen. Das dürfte bei mir ja bekannt sein. Aber wenn das so halbwegs hinhaut, dann sollten wir hier eigentlich einen Erfolg haben. So, die scheint wieder da hinten bei ihrer Straße zu sein. Oder kommt sie jetzt wieder? Die kam schon mal, wenn ich hier stand. Ne, kommt nicht. Okay. Schauen wir mal, wo sie ist. Die Gute. Lady. Da ist er. Sieht sie mich schon? Nee. Ah, sie darf aber nicht so rumlaufen, sonst treffe ich sie erst... Ah, jetzt, okay. Treffe ich sie erst recht nicht. Ein bisschen, noch ein bisschen. Was? Willst du mich verarschen? Oh, das war ein Treffer. Also, das erste war jetzt mal wieder ein Paradebeispiel. Aber egal. Oh, sie ist immer noch schön gestunt. Jetzt nicht mehr. Jetzt wechsle ich. Du bleibst schön da, wo du bist, Madame. Ein bisschen weggehen. Oh. Na, wie gefällt dir das? Oh, oh. Habe ich noch einen? Einen Schuss habe ich noch. Oh, oh. Schaut sie euch an. Sie ist tot. Sie ist tot. Sie ist tot. wie kann ich jetzt die Waffe wieder... Wenn ich jetzt sie loslasse, dann... Ah ja, okay. Ah, das war geil. Leute, das war super einfach. Mit meinen Bolzen. Da liegt der Kopf. Geil. Sehr effizient. Okay, der erste Schuss ging nach hinten los. 3500. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Hm. 3,5. Was habe ich alles ausgegeben? Fast alle Bolzen, ne? Gut, nur 2 Schock. Und 6 Explosiv. 6 Explosivbolzen und das Ding ist down. Mal wieder. Geil. Ja, also in Zukunft machen wir das immer so. Und jetzt haben wir schon mal ein fettes Problem weniger. Und können uns schon mal deutlich angenehmer hier in Ruhe umschauen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ah, ist das geil. Jetzt, ich hätte gar nicht so viele Waffen herstellen müssen. Aber gut. Die Bolzen... Die werde ich noch sowas von lieb gewinnen. Ich weiß jetzt nicht, ob habe ich euch... Ist da noch was drin? Habe ich euch schon mal kaputt gemacht? Ich weiß, dass ich das Gebiet hier eigentlich schon mal gecleant habe das letzte Mal. Ah ja, tatsächlich, da ist noch was. Jetzt hat... Die hat uns nicht mal wehgetan. Ach geil, es speichert. Sehr gut. Denn... Das war sehr effizient. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Aber den Rest, also die... Okay, das sind eh keine Kisten mehr, weil da habe ich auf jeden Fall aufgeräumt. Das weiß ich noch. Okay... Ich bleib erstmal hier auf meiner Seite. Dann brauche ich hier auch nicht mehr zu schauen. Ich wollte mal da hinten hin, zu dem Gitter. Wo wir das letzte Mal gegen die Truller leider gefailt haben. Da lag hier diese Frau. Aber du hast keine roten Guckerlist, oder? Was konnte ich da eben machen? Ah, wahrscheinlich drüber springen. Okay, nee, die hat nichts für mich. Das ist das dicke Teil. Ignorieren wir einfach. So, in den Bus war ich, in das Gebäude. Hier komme ich ja nicht rein, ne? Ich gehe lieber nochmal nur mal sicher. Nee, da kann ich nichts wegschieben, das weiß ich. Hier, hab schon mal reingeguckt. Ja, prima. Nehmen wir mit, Schießpulver. Wie man merkt, braucht man es ja auch doch mal. Aber jetzt sind wir auch erstmal bestens ausgerüstet. Also den Rest kriegen wir auch ohne...
die Bolzen hin. Da reicht unsere normale Muni. Bestenfalls machen wir das im Sneaking-Kurs. So, ich überlege nur gerade, ob ich... Ja, ich würde das Gebäude schon gern mitnehmen. Gucken wir mal, wer da alles ist. Auf jeden Fall eine Truller. Da hinten... Oh, fuck. Das war jetzt nicht so cool. Ja, ich kann nicht schnell genug. Ja. Ja, da hat es so schön funktioniert gegen die Olle und dann mache ich hier so ein Bullshit. Ich habe aber eine Idee. So, wenn die jetzt kommt. Oder einer von denen. Hat sie gleich ihren Typi noch dazu gerufen hier. Ja, ja, das haben wir gerne. Na, kommt doch. Sucht mal ein bisschen. Vom Rumstehen findet ihr mich nicht. Ach, ihr Blödmänner, ey. Oh, sie hört mich. Kommt er deswegen? Wegen dem Geräusch? Nee, ne? Nee, der kommt nicht. Der ist ja schon längst weg. Warte! Bitte jetzt nicht rennen. Bitte nicht rennen, bitte nicht rennen. Nein, 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 warte! Ach, das macht die doch mit Absicht. Okay, ich weiß jetzt, dass die Truller mich sehen kann. Theoretisch. Scheiß auf, schnell mit hin. Oh Gott. Hopp, komm schon! Ist mir egal! Deine Freundin stirbt jetzt! Kannst du machen, was du willst, Boy. Ja, wäre ich auch busy. Aber ganz ehrlich, du wirst eine bessere finden. Was wirfst denn du da rum? Sag mal, geht's noch? So, warte. Komm um die Ecke, komm um die Ecke. Ich hoffe, das geht beim Auto. Ich hoffe, das zählt. Oh, jetzt sind es auf einmal drei? Ich habe die einzige Frau hier getötet. Ich kann deren Frust schon verstehen. Komm doch. Nee, die kommen nicht. Aber den kriege ich jetzt, oder? Den kriege ich jetzt. Du rennst mir nicht davon. Oder doch? Komm, bleib hier. Leg dich zu deiner Freundin. Mein Freund. Oh, mal ganz chillig hier, obwohl da in der Ecke doch wahrscheinlich noch einer ist. So. Okay, gucken wir mal, was du so anstellst. Wo ist denn jetzt der zweite Typ hin? Der kam von wo ganz anders, ha? Huh? Da hinten steht er, glaube ich. Okay. Ach, hey, ich habe meinen Timer nicht an. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier spiele. Naja, gibt Schlimmeres. Kann ich später gleich mal nachgucken. Ja, jetzt dreht er sich um. Ja, jetzt wäre es blöd, dorthin zu laufen. Das würde er mitkriegen. Muss ich leider nochmal warten. So, gut, dann versuchen wir jetzt abzufangen. Oh, der hat in meine Richtung geklotzt. Der guckt voll in meine Richtung. Fuck. Ist da was? Ist da jemand? Nein. Das hast du dir eingebildet. Da war niemand. Da war niemand. Oh shit, das ist... Ah, ich hätte es machen können um die Ecke, glaube ich. Der ist aber ganz schön blöd. Guck, guck. Ja, auch das wollte ich übrigens nicht machen. So, komm. Aber jetzt, jetzt geht X, komm, X, 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 X. Cool. Nein, es, ich habe es eigentlich nicht so geplant gehabt. Schon gar nicht das auf das Auto trampeln. Aber okay, es funktioniert. Das ist doch die Hauptsache. So. Weiter geht der Spaß. Jetzt gehört das Haus mir. Und ich glaube, wir können da sogar rein. Speicher, Dankeschön. Habe ich hier jetzt noch jemanden vergessen? Nee, ne, da hinten brüllt zwar noch... Oh, das sind noch mehrere, okay. Was ist denn das für ein Gebäude? Das sieht ja richtig schick aus hier. Hat das einen Namen? Ist das ein öffentliches Gebäude? Kann ich mal nochmal von außen betrachten, bitte? Nö, hat jetzt eigentlich keinen Namen. Vielleicht auch so eine Art Rathaus, so ein kleines Gemeindehäuschen oder so. Wer weiß. Ich guck mal.
Oh, ich glaube, das ist eh zu. Ach, wie schade. Das sah ja interessant aus. Dieses Ding macht gerade schon wieder so unschöne Geräusche, aber davon sollte ich mich nicht verängstigen. Ach, das ist eine Tankstelle? Stimmt, das habe ich von der anderen... Nee, das ist keine Tankstelle. Egal, ich komme eh nicht rein. So traurig, wie das ist. So, ihr drei. Wie machen wir es denn bei euch? Könnte ein bisschen knifflig werden, die zu sneaken. Der eine steht ein bisschen abseits, aber... Das wird nicht so einfach. Echt krass, wie kurzsichtig die eigentlich sind. Wenn die zwei sich jetzt umdrehen... Der eine noch. Ach Mensch, dreh dich doch, mach doch mal was anderes. Jetzt kommt der andere wieder näher, also von der Seite kann ich es vergessen. Aber ich glaube, ich lasse die erstmal. Ich glaube, wenn ich auf der anderen Seite bin, kann ich die eher kriegen. Von der linken oder rechten Seite. Ich bleibe jetzt aber erstmal hier. Wir müssen ja gucken, dass wir hier so eine kleine Struktur hereinbringen und nichts vergessen. Also, ach, da liegt sie noch. Es war so geil, aber war ja klar, dass es letztendlich einfach an den Ressourcen lag das letzte Mal. So schwer ist die gar nicht, wenn man weiß, wie es geht. Hier kann man kurz durchschlendern. Ja, die Resonanz interessiert mich gerade nicht. Okay. Wir haben das letzte... Ach ja, genau, die Ecke. Das sind ja die wie wild rumgerannt, ne? Und ich weiß nicht warum und weshalb, was mit denen los ist. Die haben durchrennen hier. Komplett verrückt. Ich weiß echt nicht, was mit denen kaputt ist. Spielen die Fang? Es wird gar nicht so einfach. Hm. Schockbolzen. Das sind alles so Sachen, die ich, mit denen ich nie experimentiere. Aber na gut. Sneaken ist halt immer noch das Effektivste. Aber hier könnte das schwer werden, die zu erhaschen. So, ich muss jetzt aber erstmal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Einen Moment bitte. Okay, viel Zeit bleibt leider nicht mehr. Aber vielleicht schaffen wir irgendwie noch diese Stelle. Mal gucken. Ich muss jetzt mal gucken, wo die blöd hier rumrennen. Kommen die überhaupt zu mir? Also ist er ja schon ab... Ja gut, ich könnte ja auf... Ja, die können ja auf Autos drauf. Das sollte ja kein Problem sein. Hey, ihr Blödis. Hier, das könnte ich auch zerstören. Ah, der hat so eine... Oh, das ist so ein Leichenhaufen wieder, aber der ist in Flammen. Also sollte daraus keine Bestie entstehen. Kann ich da hoch? Hätte ich jetzt gesehen? Ja, wenn ich so blöd rumstehe, dann bestimmt. Kommen die jetzt? Nee. Hm, wie machen wir das am klügsten? Oder ich mach... Ich weiß, wie ich es mache. Oh, ich muss eine Sache ändern. So, okay. Ich weiß schon, wie wir das machen. Wenn der gerade so blöd dasteht, sollten wir das ausnutzen. What? Das war nicht meine Schuld, das war eigentlich ein Treffer. Aber das Spiel bildet sich ein. Das ist ja... Kacke, was soll denn das? Okay, dann machen wir es von woanders, wo dieses Blöde da nicht mehr im Weg steht. Ich will auf das Auto. Machen wir es von da, ist mir egal. Oh, hi. Das war jetzt aber nicht so geplant. Ach, Depp, ey. Ich bin hier oben übrigens. Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das war jetzt Kacke. Meine schöne Muni. Ich bin so blöd und kann es nicht treffen aus nächster Nähe. Da ist immer noch ein großes Auge. Ich muss weiter rennen. Ich muss nicht Kontakt verlieren. Ja, dann schlendern wir halt noch ein bisschen rum. Ah ja, jetzt. So, wo sind sie denn? So weit nach hinten wollen sie anscheinend nicht. Boah. Ups. Auf einmal kommen sie doch wieder angerannt, ey. Genau nicht, was sie wollen.
Will halt nicht zu weit, sonst kann ich sie nicht erhaschen. Okay, der läuft noch nach, der läuft noch nach. Läuft mir immer noch nach. Wow. Okay, ich will dich jetzt um die Ecke töten. Shit, da habe ich keine... Obwohl... Ah, shit, nein, ich kann nicht in die Ecke. Fuck. Oh mein Gott. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Naja. Es war ja so schön effizient beim Boss. Jetzt muss ich ja bei einem einzigen Zombie wieder rumblödeln. Jetzt bin ich gleich wieder hier hinten. Aber eigentlich will ich das gar nicht ausnutzen. Das war jetzt, ich will eigentlich nur wirklich eine blöde Ecke, damit ich den Depp mal überraschen kann. Naja, sieht mich immer noch. Ich will das gar nicht ausnutzen, wisst ihr? Ehrlich nicht. So, ich will lieber sowas machen. Wehe, du kommst jetzt nicht. Blöd, dass du noch von der anderen Seite kämpfst. Oh nein. Nee, er kommt nicht. Es ist ja unfassbar. Oh Gott. Wo ist er denn jetzt? Da hinten. Wird schwer, den jetzt noch zu kriegen, bevor er anfängt zu rennen. Eigentlich fast unmöglich. Ja, da rennt er los. Du Penner, bleib hier! Das hat er doch jetzt gehört, aber er dreht sich nicht mehr um. Er lässt sich nicht beirren. Wie ich ihm jetzt einfach nachschlappe, ey. Okay, das ist vielleicht ganz gut für mich jetzt. Hat mich eigentlich volle Kanne gehört. Also, ich kriege ihn nicht im Schleichmodus. Da kann ich noch so schnell kriechen. Wartet doch! Ich könnte ihn halt auch normal erschießen, aber ich will doch sneaken. Ja, wir könnten das jetzt nochmal probieren. Jetzt, wo er mich eh... Eigentlich hat er mich noch nicht verloren. Eigentlich sehen sie mich doch. Mal gucken. Okay, mein Freund. Wir probieren das Ganze jetzt noch einmal. Vielleicht diesmal auch mit ein paar Treffer. Oh, da fängt er auch an zu brennen. Okay, den anderen kann ich vergessen. Den kriege ich nicht, wenn der... wenn die rennt, das kann ich vergessen. Nee, das brauche ich erst gar nicht zu probieren. Da kenne ich mich nur zu gut. Nee. Komm mal mit. Aber diesmal rennen wir nicht ganz zum Anfang. Das sage ich hier gleich. Diesmal nicht. Wow. Ich will da weg. Fuck. Ach, Mann. Was macht denn der jetzt da hinten? Ach, es ist alles zu kacke hier. Ach, nee, wisst ihr was? Das ist mir viel zu kacke. Nein, das machen wir nochmal. Kann ich hier einen Checkpoint einfach laden? Spieler? Nee, das ist das Falsche dann. Das machen wir nochmal, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich will das anders, ich will das besser lösen, töte mich mal. Du bist ein Held. Seht ihr, ihr habt jetzt den Salat davon. Obwohl, das war jetzt gar nicht so schlecht. Zwei auf einmal getötet. Könnte ich jetzt eigentlich doch akzeptieren. Ah, shit, jetzt hat's eh gespeichert. Scheiße, jetzt hab ich's entschieden. Fuck. Ja, okay, der eine ist ja auch tot. Ich glaube, ich habe die Ecke jetzt gecleant, obwohl ich es gar nicht mehr wollte. Das mache ich in Zukunft immer so. Wenn der Typ kommt, soll er doch schmeißen. Ah, ne, einer lebt noch. Aber das dürfte der letzte sein. Soll er doch einfach schmeißen. Okay, ich kriege ein bisschen Flammenschaden, aber die sterben. Gerade wenn es mehrere sind. Cool. Echt geil. Was ist mit dem los? Auf welchen Drogen ist der Typ? Kann ich halt unmöglich sneaken. Geht nicht. Ich muss in den Angriff gehen. Ja, geht nicht anders. Guten Tag. Ja, voll den Arm schießen. Geil. Okay. Das, stimmt. Ich hätte eigentlich, wenn ich auf die Flasche zielen würde, würde der Typ sofort verbrennen. Aber ich nur noch für eine Flasche zielen. Mhm. So, also das war jetzt nicht so geil. Das war eher peinlich und wir haben jetzt auch wieder
ordentlich überzogen. Deswegen sage ich mal ganz schnell, bis zum nächsten Mal, wenn es an dieser Stelle weitergeht mit Let's Play The Evil Within 2.